Hallo und willkommen zur neuen Folge von Strick, Schnick und Schnack. ja. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte mich mal kurz für die vorstellen, die mich noch nicht so kennen. Ich bin der Marco, komme aus Waldkirch. Bin keine 20 mehr. Und mache einfach Videos, weil sie mir Spaß machen, weil sie mir gefallen. Immer mal wieder auch aus einem anderen Grund. Und im Moment mache ich eben gern Wolliges. Also Strickzeug, Häkelzeug, Spinnzeug, Handarbeitssachen halt. Ja, wenn du hier neu bist, finde ich es schön, dass du vorbeiguckst. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich spreche jetzt auch mal gern Themen an, die nicht so beliebt sind. aber da muss man dann durch. Entweder man spult weiter oder man schaltet direkt hier auf den Knopf. Dann kommt man zum nächsten Video und auf Wiedersehen. Ich freue mich aber, wenn ihr bleibt. Ich zeige euch erstmal, was ich so gemacht habe. Seit letzter Woche. Mein Pulli wächst. Langsam aber sicher. Das Vorderteil hat jetzt schon 3 Streifen. Genau, da kommen jetzt nochmal 2 Streifen dran. Und dann ist man schon wieder hier am Brustteil, wo man die Ärmelabnahmen, Schulterabnahmen machen kann. Genau. Es läuft. Wenn man das jetzt einmal raus hat, dann geht es eigentlich. Und ja, es zieht sich halt. Weil es eben, wie gesagt, dieses Rechts-Links-Muster ist und, ne? Ihr wisst Bescheid. Das zieht sich einfach. Und es ärgert mich, weil jetzt gerade so schönes Wetter wäre dafür. Naja. Ich stricke den Pulli immer noch auf meinen Chia Goose. Ja, wie hält man die jetzt in die Kamera? Ihr kennt es eh nicht, wahrscheinlich. Einfach meine Chia Goose hier, Stärke 4,5. Das Seil, weiß ich jetzt gar nicht, wie lang das ist. Ich würde mal sagen so 75. Oder ein Meter. Nein, ich glaube mit Nadeln ist ein Meter oder so. Die ist immer komisch, ja. Die Nadelseile, wenn ich mich nicht täusche, sind ja immer mit den Nadelspitzen insgesamt als Länge angegeben. Also, ne? Ja. Die Wolle ist immer noch die Langjans Lino. 100% Leinen. Aus diesem Schnürsenkel-Optik-Garn. Ja, weil das ist so platt. Das ist nicht rund, das ist platt gedrückt. Hier sieht man es vielleicht. So ist es breiter. Und 90 Grad. 90 Grad gedreht ist flacher. Genau, da habe ich schon ein paar Knäule verstrickt. Und mir fällt ein, ich habe es auf Reverie immer noch nicht. Apropos Reverie, da fällt mir noch was ein. Ich wollte noch was machen. Sonja, Wollmessi, denk bitte dran, Reverie. Ja? Es wird knapp. ich wollte ja einpflegen. Ich wollte meine Nadeln einpflegen. Ich wollte den Pulli nachrüsten, ich wollte meine Kammzüge nachrüsten, aber es hat Zeit, es läuft ja nicht weg. Was einmal im Internet ist, wird auf ewig zu finden sein. Ob es dann früher oder später ist, naja. Der Pulli wächst und ich hoffe, dass ich diese Woche das Vorderteil noch fertig kriege. Dann kann ich es immerhin mal als Polunder anziehen. Ja, gucken wir mal. Außerdem habe ich gesponnen. Nicht zu knapp. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel hier auf meiner Schnutella drauf hängt. Es ist ein ganz schönes, eine ganz schöne Menge. So viel wie auf einer Handspindel noch nie gesponnen und vor allem so dünn. Also für mich ist das jetzt verhältnismäßig dünn. Ich habe jetzt noch keinen Vergleich.
Obwohl, warte mal, ich stecke mal da meinen Finger rein. Also, ja, es ist kein Lace-Garn, würde ich mal behaupten. Aber zum Zweifach-Verzwirnen. Oder vielleicht sieht man es so gut. Zum Zweifach-Verzwirnen reicht's. Ich will ja auch nicht so viel an Lauflänge verlieren, ne? Ja, von wegen Dreifach und so, ne, ne. Ja, ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie viel ich da noch draufpacken kann. Also sie dreht sich, der Faden reißt noch nicht und von dem her denke ich, ich packe da einfach noch mehr drauf. Weil ich habe ja noch was da. So ist es ja nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich so die Hälfte draufkriegen würde, dann könnte ich ja aus zwei, ne, hier, direkt verzwirnen. Aus zwei solchen Dingern. Einfach von der Spindel runterziehen und direkt verzwirnen. Das sollte ja gehen. Falls nicht, warnt mich bitte direkt. Ich habe nämlich im Moment einen guten Spinnlauf. Immer mal so ein bisschen, aber stetig. Ja, der hat schon ab. Der ist immer noch mega lang. Mir jetzt gerade so vor. Ich muss mal wiegen. Ich muss mal wiegen, was hier die Spindel wiegt und das Garn, was hier drauf ist und das. Und dann müsste ich mal gucken, wie viel so die Hälfte ist. Mir ist nämlich immer noch ein Rätsel, wie ich nachher was verzwirnen kann, dass es nur ein Knäuel wird. Aber von mir aus fünf Spindeln voll. Wisst ihr, wie ich meine? Ich keine Ahnung. Wenn jemand was weiß, bitte Input. Ja. Dann habe ich euch gesagt, ich bin wieder da, dass ich bei der Regenbogenwolle, bei der Charlene, was bestellt habe oder wollte. Es ist auch gekommen. Und zwar meine wunderschönen Malabrigo Noobs. In 855 Aguas. Die sind so, wie ihr sie jetzt da seht. Ja, genau so. Die sind nicht blau, die sind nicht grün, die sind so ein bisschen Petrol, grün, blau, grau. Ja. 113 Gramm circa. 100% pure Merino-Wolle. Da habe ich noch was vor, ne? Mit einer Handspindel. Aber ich freue mich. Das sind schöne Farben und da kann ich endlich mal was draus machen. Wenn es denn mal fertig wird, ne? Und das sind jetzt meine Nupsis. Noob. Deswegen, ne? Malabrigo, Noob. Ja. Dazu habe ich noch was bekommen, nämlich das hier. Das geübte Auge wird schon sehen, was es ist. Es sind nämlich Maulbeer-Seiden-Hankies. Mulberry Silk-Hankies. 25 Gramm, 100% Seide, handgefärbt. Ja. Schon gemerkt, man muss die Hände eingreben, weil das bleibt hier so an den Fingernägel, Fingerkuppen so gern ein bisschen hängen und dann zieht es solche Fäden, also ein bisschen gruselig. Es fühlt sich an wie Spinnennetze. So sieht es auch aus, wenn man es aufmacht. Also da muss man geschmeidige Hände haben. Bin ja auch gespannt, da bastel ich mir jetzt demnächst eine Spindel. Habe ich auch schon die Einzelteile bestellt und werde die dann hier drauf packen. Also werde die Hankies auf die neue Spindel packen. Dann halte ich mich mit dem Orange ran, dass ich meine Malabrigos verspinnen kann. Ja. Also mal einen Schluck trinken, bevor es ans Eingemachte geht. Ich bin
Moment so auf dem Cola-Trip. Nein, ich habe es noch nicht heute getrunken. Ich trinke am Tag vielleicht so ein Gläschen. Heute ist eben den Rest, deswegen trinke ich aus der Flasche. Und im Moment gibt es wieder Vanilla, Cherry, also Kirsch und Lemon. Ihr hättet mich früher jagen können mit Cola Kirsch oder Cola Vanille. Ich habe euch schreiend davon gerannt, gespurtet. Aber jetzt schmeckt es ganz gut. Ich fahre eh gerade so auf Vanille ab und auch das Kirsch. Wenn man das im Kühlschrank hat, dann schmeckt es gut. Und ich erinnere mich dran, als Kind haben wir das immer warm getrunken im Schwimmbad. Dann lag das früher, überleg mal, wie lange das her war. Wie alt war ich da? 9, 10, 11 als Kind, ja, also 5 Jahre her. Da gab es noch keine Klimaanlagen bei uns im Auto. Und die Flaschen lagen dann da rum und dann war das Cola so warm und so dick und so. Und dann noch mit Kirschgeschmack oder Vanille oder. Aber jetzt so kühl und heutzutage, ja, schmeckt. So. Sonst habe ich aktuell jetzt eigentlich nichts. Doch ein Püppchen habe ich noch gemacht. Ein fertiges Projekt. Vielleicht kann ich euch gerade ein Bild einblenden. Ein Püppchen. Mal schnell zwischendurch. Mal express bedürftig, weil ich es vergessen habe. Ach ja. Wir haben jetzt übrigens heute Montag um 20 nach 2. Und ich glaube, ich belasse es jetzt dabei. Eieiei. Ja. Wir hören jetzt auf. Ich wünsche euch einen schönen Mittag. Schönen Nachmittag, schönen Abend, wenn ihr das Video seht. Nehmt es mir nicht übel, dass jetzt die Hälfte vom Video getratscht war, aber das seid ihr auch gewohnt. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps habt mit der Spindel, wie ich die alle verknüpfen kann, ohne tausende Knoten oder so zu haben, lasst es mich wissen. Macht's gut, bis dann, lasst euch nicht ärgern. Tschö!